handeln! Rett das Hauptsegel! Bringt uns härter an den Wind. Und damit willkommen zu Prince of Persia und ich bekomme gerade auf die Schnauze. Okay. Also, Linksklick ist normaler Angriff, ich bewege mich mit WASD. Rechtsklick zum Blocken. Dreimal links ist eine Combo. Mit E müsste ich über einen Gegner drüber springen können. Ich habe das neulich nochmal angespielt und ich finde die Steuerung immer noch erträglich im Gegensatz zu Rayman 3. So. Halt, E und Linksklick wäre so. Leer und E wäre das. Leer, Linksklick, Linksklick. Ah, cool, da wird dann in der Mitte geteilt. Wenn ich spezielle Kombos später noch mache, gibt's das auch schön in Slow Motion vom Spiel aus. Das erleichtert mir mein Werk. Yay. Schöne Animation. So, Wasser ist in dem Spiel mein größter Freund. Rechtsklick. Und oben links füllt sich meine blaue Lebensleiste. Diese drei Kugeln, die kriegen später noch eine Bedeutung, die sich da aufgefüllt haben. Und das hier ist so ein bisschen mein Lieblings- und auch Haupttrack des Spiels, der jetzt gerade abgespielt wird. So, wenn wir jetzt schnell zur Säule weitergehen, können wir Linksklick oder E machen. Ja, wenn er sie mal aufhören würde zu fokussieren. Er will nicht. Nein, er will nicht. Ah, jetzt. So, weil unser Schiff untergeht, versuchen wir jetzt auf das andere zu kommen. Die Story wird dann später noch erklärt, das ist ja ein etwas späterer Teil in der Reihe. Nur Sands of Time würde ich nicht so gerne zeigen wollen, da ich mindere KIs hasse und am Ende sehr stark genervt werde von einer. So, kann ich hier die Schwerter schon irgendwie aufnehmen? Ne, ich glaube aktuell noch nicht. Oder ich weiß die Taste nicht. Gut. Krüge können wir auch kaputt machen, manchmal ist Sand drin. Sand wird später noch eine sehr wichtige Rolle haben.
werdet unsere Küste niemals lebend erreichen. Zu eurem eigenen Wohl solltet ihr das hoffen. So. Und willkommen zum ersten Bosskampf. Und ich kann mich gerade absolut nicht bewegen. Wie rollt man sich? Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. So, ich hitte sie immer. Und wenn sie blockt, sollte ich blocken. So. Denn immer nachdem sie mich geblockt hat, wird sie direkt angreifen. Ach verdammt, ich muss warten, wann ihre Angriffe vorbei sind. Das beeindruckt mich nicht. So, jetzt bin ich wieder dran. So, und jetzt muss ich irgendwas spammen. Linksklick? Nee, gar nichts. Okay. Au. Ach scheiße, da muss ich aufpassen. Bei so Attacken hilft Blocken nicht. Mehr habt ihr nicht zu bieten? Ist das alles, was ihr zu bieten habt? Okay, jetzt schlag ich wieder schnell zu. Hoffentlich überlebe ich das. Und ich hoffe, ich werde auch nicht übertönt, obwohl ich es eigentlich runtergedreht habe. Versucht es noch einmal. Später werde ich mich bei den Gegnern noch immer wegrollen müssen. Aber ich habe jetzt gerade noch nicht so eine Ahnung von dem Handling. Das kommt später noch dazu. So, jetzt linksklick. Es ist eine Ehre für euch, durch mein Schwert zu sterben. So, jetzt kann ich ein bisschen häufiger auf sie draufhauen. Nicht, solange ihr noch die Möglichkeit dazu habt, Tor. Ihr Name ist Shadi. Ihr seid es nicht wert, dass ich meine Zeit mit euch vergeude. Und ich finde sie eigentlich eine ganz coole Gegnerin. So. Die Herrscherin hat euer Geschick wohl überschätzt. Die Herrscherin? Oh nein, wir sind vom Schiff gefallen. Wir haben verloren. Wir sind gestorben. Die Insel der Zeit. Nein, sind wir nicht. Dort, wo der Sand erschaffen wurde. Der Ort, an dem der Maharaja die Sanduhr gestohlen hat. Und wenn ich zur Insel gelangen könnte? Man sagt, der Maharaja habe Portale gefunden, mit deren Hilfe man durch die Zeit reisen kann. Zurück durch die Zeit. Zur Geburtsstätte des Sandes. Etwas Schreckliches geschah, als unsere Armee im Palast des Maharajas weilte. Ihr fandet den Sand der Zeit. Schlimmer. Ich öffnete ihn. Dadurch waren alle böse. Wer immer den Sand befreit, muss sterben. Ich musste jene töten, die an meiner Seite standen. Auch ich sollte sterben. Doch nun werdet ihr von einer Bestie gejagt. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich Furcht. Ihr werdet sterben. Mit Hilfe des Sandes bin ich durch die Zeit gereist und habe verhindert, dass die Sanduhr geöffnet wird. Das Biest, der Dahaka, ist Wächter der Zeit. Er entfernt alles, was nicht in unseren Zeitstrang gehört. Also wird er euch eurem Schicksal überantworten. Alles ist besser, als hier auf den Tod zu warten. Torheiten, selbst wenn ihr die Insel erreicht, müsst ihr immer noch der Herrscherin der Zeit gegenübertreten. Ich reise in die Vergangenheit und verhindere, dass der Sand erschaffen wird. Ohne Sand muss der Dahaka mir nicht nach dem Leben trachten. Dann geht, mein Prinz. Aber wisset, es ist ein vergebliches Unterfangen. Ihr könnt dem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Und ich glaube, das war's mit dem Prolog. Schwerter! Fort! So. Jetzt müssen wir erstmal mit einem schwachen Stock kämpfen. Aber wir sind auf der Insel angekommen.
von der Shadi gesprochen hat. So, ich schau mal kurz. Er klettert von alleine hoch. Hier wäre Wasser. Gut. Was? Oh mein Gott, das muss ich umstellen. Option. Geht das irgendwo? Bitte. Oh gut, weil ich habe erst nach links gemacht und dann ging es nach rechts und jetzt ist es normal. Okay, also wenn ich jetzt nach rechts gehe, geht's auch nach rechts und andersrum. Mein Schiff. Alle sind tot. Wer auch immer das war, er wird dafür bezahlen. Ja, okay. So, gab's hier am Anfang nicht schon irgendwo ein Secret? Ah ja, genau. Diese Truhen sind Secrets. Neue Artworks freigeschaltet. Die kann ich später noch zeigen. So, jetzt greifen uns wieder die Viecher an, aber ich möchte nur mal kurz zum ersten Speicherpunkt kommen. Oh, da ist aber jemand sehr nett und klopft sehr laut vor die Tür. Wie angenehm, dass ich jetzt weiß, dass da jemand ist, der wartet. So, die Sprünge muss ich aber selber machen. Okay, gut. Das ist ein Brunnen. An Brunnen können wir speichern und hier möchte ich das dann auch erstmal sein lassen, weil ich heute nur den Prolog machen möchte, weil zwei Videos kommen etwas kürzer gehalten. So. Gut, dann machen wir das nächste Mal hier weiter und erfahren vielleicht noch ein bisschen mehr über die Story. Obwohl es auch noch dauern könnte, bis wir wieder wohin kommen. Aber egal. So, Raben tot. Und dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.